Und damit man die besser sieht, habe ich die Hitboxen angemacht, weil dann, da ist jetzt ein Zeppling, wenn ich jetzt die Hitboxen anhabe, dann ist der so weiß umrandet. Und ihr seht, das sehe ich halt viel besser als jetzt so. Ich lasse es jetzt zwar mal aus, einfach fürs Let's Play. Und das ist auch Vanilla. Also da ist nichts jetzt irgendwie ein Mod drin oder was auch immer. Da kommen ja immer die Vermutungen auf, dass das... dass das nicht Minecraft Vanilla ist, sondern irgendwie Mod oder Hex oder was auch immer. Das ist ganz normal drin. Also so dann auch wieder nicht. Ich baue mich mal ganz kurz ein bisschen hoch, damit wir hier alles Holz rauskriegen von diesem riesigen Baum hier. Da habe ich mittlerweile auch noch viel mehr in der Nerdshow-Welt, so ganz riesige Bäume. Ich muss aufpassen, dass mir die Axt nicht kaputt geht. Jetzt haben wir schon über ein Stack Holz, meine Güte. Hier muss ich gut schauen, dass ich alles Holz mitnehme, weil sonst fliegen plötzlich Blätter in der Luft. Das wäre dann nicht so schön. Aber ich glaube, ich habe alles. Dann kann ich wieder nach unten. Und es wird schon wieder Nacht. Meine Güte, die Tage vergehen mega schnell. Habe ich eigentlich Monster an? Nee, ich bin noch doch auf normal. Okay, auf normal ist gut. Ich habe mich entschlossen, den Schwierigkeitsgrad auf normal zu lassen. Und ich bin ja so dämlich. Die Frage, sind Monster an? Vorher habe ich da unten gegen Spinnen gekämpft. Und jetzt frage ich mich, sind Monster an? Ein bisschen unkonzentriert heute. Ja, gut. Hoffe, ihr verzeiht es mir. Wir können ja dann irgendwann mal wieder da nach hinten gehen und ein bisschen Essen farmen. Was ist denn das für eine Musik? Ja, gut. So, mach ich mal weg. Weißt du was? Ich gehe wieder schlafen. Oh, da ist schon ein Zombie. Wo kommt denn der her? Die können doch noch nicht spawnen. Warum zeigt es mir die Criticals so komisch an? Aber egal. Da gehe ich mal wieder schlafen. Hoch. So, jetzt aber. Wieder so Plunder im Inventar hier. Wer braucht denn das hier? Meine Güte. Können wir dann den Boden auskleiden mit dem Holz, das wir jetzt farmen? Ja, ich glaube, ich gehe wirklich ein nach unten, oder? Oder. Und nee, ich lasse es auf der Höhe. Füll das aber auf mit Erde. Das heißt, wir müssen sowieso Erde farmen. Weil die Erde brauche ich einfach dann zum Auffüllen. Also, ja. Ums Erdeklatschen kommen wir nicht herum. Das kann ich euch sagen. Und das wird auch so bleiben. Und wir nehmen jetzt noch die restlichen. Ich hätte mir noch eine Axt machen sollen. Die fällt ja gleich auseinander und ich habe keine mehr dabei. Sehr schlau. Axt down. Ja gut, dann laufen wir nochmals zurück. Ist ja kein Problem, ist nicht weit. Zum Glück. Und dann mache ich mir noch eine Axt. Oder zwei sogar. Komm, das sind wir mal verschwenderisch. So. Machen mal
Zwei Äxte, sogar Eisenäxte. Meine Güte. Wir sind ja schon verschwenderisch hier mit dem Eisen. Ich brauche da noch Eimer, weil ich muss das irgendwie mit Wasser noch machen. Und ich weiß auch nicht, wie viele Blöcke, dass die nach unten fallen müssen. Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht. Ich glaube, es sind 20. Ich glaube, es sind 20, bin aber nicht sicher. Also ich mache es jetzt erstmal sicher mal mit 20 und dann schauen wir ja weiter. Wenn es nicht stimmt mit 20, dann machen wir es später nochmals neu. Und einige klatschen sich vielleicht jetzt die Hand vor den Kopf und denken, ja, 20 wird nicht stimmen und der ganze Sache macht das nochmals neu. Aber gut. Das ist ja kein Problem. Und ganz ehrlich, wenn es dann nur irgendwie zwei Blöcke sind nach unten, das ist dann ziemlich schnell gemacht. So dann auch wieder nicht. Oder ich gehe wirklich ein nach unten, weil hier geht ja alles wieder nach unten. Da hinten aber wieder hoch. Ich bin so unsicher. Weil da geht's ja auch hoch. Eigentlich. Nee. Ich mach das eins höher. Also auf die Etage, die ich jetzt stehe. Das hier fülle ich aus. Mit Erde, die ich nachher noch sammeln werde. Und dann machen wir das einfach so. Wie viel hat eine? 250. Ja gut. Dann 250. Blöcke abbauen. Das ist ja ziemlich gut. Hier ist noch ein Baum. Das ist perfekt. Wir sind auch schon Level 24. Wie denn das, bitteschön? Durch die Höhlenerkundung? Oder wie? Ach, Kohle natürlich auch noch. Das Eisen gebraten. Ja, das hat dann schon ziemlich Level gemacht. Ergeben, nicht gemacht. Einfach mal drei Stacks Holz, meine Güte. Ihr müsst euch auch wieder denken, die ganze Folge wieder hier am Holz sammeln und nichts anderes am machen. Sehr spannend. Die anderen Aufnahmen waren ja auch oft Holz sammeln für unser Hütchen da oben. Und jetzt geht's einfach weiter mit Holz sammeln. Und ja. Ja, ich sage einfach mal, es geht weiter so, ja. Und dann auch noch mit Erde klatschen. Und das hier ist natürlich noch nicht fertig. Also so nicht, ne? Das ist noch nicht fertig. Boah, viele Setzlinge rausbekommen. Äpfel und Holz bis zum geht nicht mehr. Wo tue ich das Ganze hin? Ich mache es erstmal so. Und dann brauchen wir Erde. Und Erde tue ich wo farmen? Ich glaube, dieser Hügel, da mache ich einfach mal weg. Und dann habe ich wieder ein bisschen Erde. Also hier, das Zeug hier kommt weg. Und dann gibt mir das wieder ein bisschen Erde. Ich habe zwar in den Kisten noch ein bisschen was, ich weiß es. Und das werden wir auch benutzen, aber trotzdem, das muss trotzdem hier sein. Punkt. Nee, Ausrufezeichen, nicht Punkt. So ist besser, Ausrufezeichen. Und dann klatschen wir hier fröhlich Erde bei schöner Musik. Von was auch immer. Ist ja egal, Hauptsache schön. Aber ich glaube, die Erdgeräusche sind so laut, dass man das Lied fast gar nicht mehr hört. Das tut mir leid, aber ist ja eine Hintergrundmusik, keine Vordergrundmusik. Das Spiel soll ja im Vordergrund sein. Und das Erdeklatschen ist nun mal halt im Spiel sehr laut. Da kann ich leider nichts ändern. Und nein, ich kann die einzelnen Tonspuren zwar lauter und leiser machen, ich habe aber nur zwei. Das heißt, die Stimme plus alles andere
Und das geht auch nicht anders. Das kann ich in Fraps nicht anders einstellen, dass der mir für den Windows Media Player noch eine Tonspur macht. Das geht nicht. Eigentlich schade, weil sonst würde ich die Musik einfach eine andere, also eine dritte Tonspur nehmen. Und dann könnte ich das immer anpassen, aber so ist es halt immer so, dass es, wenn es in der Aufnahme so klingt, dann ist es nachher auch so. Und meistens eben dann noch anders als bei mir. Das ist dann das große Problem. Und jetzt können wir hier die Erde wieder hin machen. Ich mach das mal so. Die Gräser müssen wir vielleicht teils dann auch wegmachen. Oder ist jedenfalls möglich, dass wir das machen werden. So. Dann machen wir hier noch ran. Los. Die Erde wird niemals reichen, ich weiß. Hier mache ich mal zu. Ich weiß, wir haben da den Aufstieg, aber den können wir ja auch lassen. Ich mache ja nur hier zu. Kann ich noch einen? Ja, so. Dann passt das auch, dann passe ich das hier noch ein bisschen an. So, das sieht doch gut aus. Und die Erde wird niemals reichen, dann tragen wir halt noch ein bisschen mehr ab. Ist ja kein Problem, wir haben ja Zeit. So nicht, wir sind ja erst in Folge 3. Oder nicht mal. Vielleicht 2 Ende, 3 Anfang. Das ist ja wunderbar hier. Und dann hole ich mir nochmals ein bisschen was aus der Kiste.